So, ich filme das, ne? Ist mir egal. Haut mir nicht zu filmen, wie ich eine Spule bin. Frische Werkstatt, ich schiebe den Jektor. In dem Mitsu Premix. Vor Rotary Engine. Hi, Anoi Master. Some of these brutally powerful machines develop more than 900 horsepower. It'll be interesting to see if Mazda's two-rotor rotary engine, displacing only 70 cubic inches, can survive 24 hours of racing against such competitors. Ja, wie fangen wir jetzt an? Bist du happy? Alles gut. Alles gut, ist schön. Gut, ihr Hübschen, da sind wir mal wieder. Heute mal mit was ganz Neuem, was ganz anderem. Das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie so ein Mazda Wankelmotor aufgebaut ist. Und das ist nicht nur irgendein Mazda Wankelmotor, das ist ein 12A-Motor. Und zwar ein MFR, Mazda Factory Racing heißt das. Also es sind Werksmotoren, die Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gebaut wurden für die Mazda Rennautos. Katayama is the first of the Japanese team to drive car number 7. The moment has come for the small rotary engine to be put to the ultimate test of durability and performance. Und sehr, sehr selten, alleine so ein 12A Straßenmotorteile, die sind schon sehr schwer zu bekommen und diese MFR Teile natürlich umso schwerer. Und ich gebe euch einen kleinen Einblick, was da so alles so anders ist. Hoffe, das interessiert euch ein bisschen was, weil das auch so eine aussterbendes Zeug halt, ne? Aber vielleicht habt ihr auch Interesse dran. Mich interessiert es auf jeden Fall und schaut mir einfach mal über die Schulter. With a thundering roar, the race is on. Also der Aufbau von so einem Wankelmotor, habt ihr grob hier diese Teile schon mal. Das ist die hintere Platte, das ist das eins der Rotorengehäuse, das ist die mittlere Platte, das ist das zweite Rotorengehäuse. Hier kommt die vordere Platte, die haben wir hier schon auf unserem Motorständer drauf geschraubt. Weil damit fangen wir an und zum Schluss kommt natürlich noch dieses Frontcover. Nochmal als kleiner Vergleich, hier seht ihr diese zwei Rotoren. Da habe ich Rotorengehäuse, Entschuldigung. Das ist ein MFR-Rotorengehäuse, weil leider kaputt. Aber ihr seht hier den Einlass, Peripheral Port nennt man das. Also der saugt im Gehäuse, saugt er an und dann halt stößt er da auch wieder aus. Beim Straßenauto, wie hier zum Beispiel, bekommt er durch diese Seitenplatten, hier links und rechts davon, möchte ich euch vorstellen, kommen diese Gussplatten, wie wir euch eben gezeigt haben. Die sind beim Peripheral-Motor, sind die verklebt. Und beim Straßenauto saugt er durch die Seite an. Ist auch Viertaktsystem natürlich, ne? Also ansaugen, verdichten, arbeiten, ausstoßen. Und hier durch diesen kleinen Mini-Auslass hier unten, stößt er aus. Ja, ihr seht auch vom Guss her, ist diese ganze Sache ganz anders. Und wenn ihr ganz genau schaut, hier an diesem Straßengehäuse, da ist ein Stahlring drin, der so wie so eine Verzackung, wenn ihr da so reinschaut, da irgendwie so richtig reingefressen ist. Beim Rennrotorengehäuse ist das leider gar nicht so. Das ist das Aluminium, das ist eine Chromschicht auf Aluminium drauf. Ich wäre froh, ich wüsste, wo man sowas reparieren lassen kann und dass es dann auch wieder dieses Maß hat und so weiter. Aber ich habe da noch nichts gefunden, was, ja, ist einfach auch gar kein Markt für da. Dass die Leute verchromen lassen in Deutschland, ist eh eine Katastrophe. Umweltschutz etc. Und ja gut, und der hier ist leider kaputt gegangen, wenn ihr hier schaut. Die Mazdas, die haben ja zwei Zündkerzen. Einmal die Hauptzündkerze und dann gibt es noch eine zweite Zündkerze, die quasi dahinter den Restkraftstoff nochmal mitverbrennt. Also gibt quasi dem Rotor noch einen hinten mit drauf. So, und das ist die heiße Seite vom Rotorengehäuse. Und wenn es dann zu heiß wird, dann fängt leider an, der Chrom abzuplatzen. Was ja natürlich dann ja leider zu kapitalen Motorschäden auf Dauer führen könnte. Und wie gesagt, damals bekamst du das Zeug einfach in Japan bestellt, relativ einfach. Heute wird das Zeug mit Gold aufgewogen. Hier haben wir auch noch eine Ölwanne als Beispiel. Das ist eine Ölwanne vom Serienauto. Ihr seht hier unten ein bisschen was Sumpf, kleine Kapazität.
Und da das auch, du musst hier beim RX-7 hochgehen, weil hier der Achsträger entlang geht. Und das haben sie beim, da kommen jetzt noch in Zukunft, also das ist dann halt offen. Und hier bei unserem Auto, da kommt hier so ein Schwallblech rein unter dem Motor. Und du siehst, der hat hier, hat er nochmal eine Kapazität, oder was, quasi hinter dem Achsträger, wo sich auch nochmal, ich denke mal, ein Dreiviertel Liter locker mal da drin sammeln kann und du dadurch ein bisschen was mehr Ölfassungsvermögen hast. Hier ist die Ansaugbrücke mit dem 51er IDA-Vergaser. Ist in dem Fall ein Nachbau, ist kein originaler von Weber. Aber wir haben festgestellt, dass auch selbst der Nachbau eine gute Qualität ist und super Dienste macht. Auf jeden Fall funktioniert tipptopp mit einer schönen Airbox drauf. Die ist original aus Japan. Ja, hier haben wir euch noch ein 13B Rotorengehäuse mit Rotor haben wir hingestellt. Ihr seht, wenn wir es genau direkt daneben halten, einer der Hauptunterschiede ist, dass einfach der 12A ist 10 mm schlanker wie der 13B. Dadurch auch der mehr Hubraum. Was ihr hier noch seht, das ist das alte schöne Mazda-Zeichen. Das war bis Ende der 70er, ich sag mal bis 77, 78. Und dann kam auch dieses schöne Mazda-Schriftzug. Hier habe ich euch mal verschiedene Rotoren. Ihr seht, das sind 12A-Rotoren vom Straßenauto. Gewicht müsste so ungefähr stimmen, 4,62 Kilo. Das ist vom RX-7 SA22, das heißt, SA22 ist der allererste RX-7 gewesen. Und es ist auch immer wichtig, genauso wie beim Otto-Motor oder beim Dieselmotor, wie auch immer, dass ihr immer die richtigen Unterlagen dabei habt und jederzeit nachgucken könnt, weil irgendwie, wenn dir einer was erzählt und so weiter, immer besser in den Originalunterlagen nachgucken. Kauft euch hier so ein originales Buch, wenn ihr es nicht wisst oder auch wenn ihr denkt, ihr wisst es, ist immer wichtig, ihr habt was zum Nachlesen. Ja, und dann halt, wie gesagt, wie beim Formel-1-Auto, bin ich immer ein Freund von Originalteile. Wir haben hier die Dichtleisten. Wir haben hier die Stringe, die zwischen die Gehäusen kommen. Das ist für das Frontcover, also für die vorne für den Deckel. Dann haben wir euch hier einmal Dichtleisten, habe ich euch mal hingelegt. Das sind die im Rennmotor verbaut werden, aus Kohle. The race will be a grueling and exhausting test for the drivers, but even more so for the car. In order to win at Daytona, a car must not only survive 24 hours of competitive racing, but do so at continuously high engine RPM. Hier seht ihr Dichtleisten vom Serienauto. Ihr seht hier so einen leichten Slot. Ich kann es mal gerne rausholen. Wenn ihr den Motor zusammenbaut, diese Leisten sind zweiteilig. Wenn ihr den Motor zusammenbaut, die sind hier leicht verbunden nur. Und ihr ganz zum Schluss wäre das mit, ich glaube mit 17, 18 Schrauben wird der ganze Motor verschraubt und dann hört man, dann sind dann quasi bei einem 2-Rotor-Motor habt ihr dann 6 von diesen Leisten. Ihr habt ja 2 Rotoren, ein Rotor hat 3 Leisten und dann seid ihr das alles am Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel und dann hört ihr so klack, 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 klack und dann, wie die sich dann alle lösen, also knacken die ab. Das ist aber wie gesagt auch nur beim Straßenauto. Beim Rennauto sind diese hier aus Kohle, sind jetzt auch langsam schwer zu bekommen. Wiegen gar nichts. Das Problem ist, wenn du die im Straßenauto verbauen würdest, nach 20.000 Kilometer hast du das Problem, dass die dann so verschlissen sind und dadurch, dass die ja auch kein Eigengewicht und nichts mehr haben, du bekommst den morgens früh, oder wenn du auf der Straße fahren würdest, du bekommst ihn einfach nicht mehr gestartet, weil erstens die Kohlelippen verschlissen sind und zweitens durch diese Fliehkraft bekommst du nicht mehr die Kompression, um den Motor zu starten. Also dann, du quälst dich ab und ja gut, das macht dann beim Straßenauto natürlich keinen großen Sinn. The RX-7s are in the GTU-Class, Grand Touring under 2.5 liters and are running against Datsun 240Zs, Lancia, Triumph and a field of Porsche 914s and 911s, which have long dominated GTU long-distance racing. Der Wankelmotor wird ja so aufgebaut, du hast diese 2 Rotoren und im Gegensatz zum Ottomotor, der Ottomotor ist von sich aus oft so ausbalanciert, dass er nicht diese Unwucht hatte. Ein Wankelmotor braucht Gegengewichte. So, diese Gewichte seht ihr hier. Das ist der
das vordere Gewicht, das ist das hintere Gewicht. So, dieses hintere Gewicht, das ist quasi in diesem Serienauto-Schwungrad mit integriert. Dieses monsterschwere Teil da. So, das heißt, du willst jetzt so ein leichtes Gewicht, also ein leichtes Flywheel dran machen. Das heißt, du nimmst vom Automatikauto, wo ja nur diesen Blechkranz hat, die hatten dann original diese Gegengewichte. Und ja, mit diesen Gegengewichten dann halt, die hast du dann auch für den Motorsport benutzt, vom Automatikmodell. Musst du aber auch drauf schauen, dass die vom 12A sind, weil der 13B wurde ja genauso gemacht, aber der 13B hat natürlich breitere Rotoren, 10 mm breiter, dadurch ist natürlich auch ein ganz anderes Gewicht und das muss natürlich alles miteinander harmonieren. Gerade bei den Rennmotoren ist es ganz wichtig, dass Centerwelle, Flywheel, Counterweights, Rotoren, dass das alles zum Balancieren geht, zu einem Experten. Leider gibt es davon in Europa nicht viele. Ich schicke das Zeug nach Amerika. Und ja, das ist natürlich ein sehr kostspieliger Spaß. Aber das ist beim Wankelmotor schon sehr, sehr wichtig, speziell wenn ihr den motorsportmäßig bewegen wollt. Weil so ein 12A MFR-Motor, die werden schon mit 9,5 gedreht. Dann werden wir mal gucken, dann mache ich jetzt mal ein bisschen was zeigen, wie mir das gute Stück da mal anfangen zusammenzubauen. Wie gesagt, da ist die Platte schon mal. Dann schauen wir mal. Aber eigentlich ist es doch jetzt auch schwer modern, das Kamerakind immer dann jetzt. Was denn? Ja, das Kamerakind wird doch jetzt, habe ich auch bei diesem JP gesehen, aber die werden doch jetzt immer vor die Kamera gezogen. Mhm. Ja. Die fahren auch die Autos. Na, das lassen wir mal besser. The two RX-7s run with an unmistakable exhaust sound, a roar that seems to affirm the confidence of the rotary engine designers. Auch beim Stationary Gear, wir haben jetzt da ein anderes Lager reingemacht. Der Gang selbst ist speziell gehärtet worden, weil die ganz gerne beim Rennauto gebrochen sind früher. Und zum Glück bekamen wir dann noch bei Racing Beat, selbst für den 12A-Motor, hatten die noch welche auf Lager für uns. Aber sind jetzt auch, so viel wie ich weiß, aktueller Stand, gibt's jetzt nichts mehr. Danach kommt hier noch das Nadellager drauf und das wird auch hier drüber auch abgedichtet dann halt, ne? Weil hier ist die Ölpumpe, das ist alles dann voll mit Öl später. Wir machen das jetzt nur mit einer Schraube fest und drehen ihn dann wieder um und dann können wir den Motor anfangen dann quasi so aufzubauen. Hier, das sind die Stehbolzen für die Wasserpumpe später mal und hier siehst du auch, hier geht original der Ansaug durch und der wird halt beim Peripheral-Motor, hier siehst du, wird er dann halt zugeklebt. Inspections of the engines, the suspensions and the entire cars show no problem. Und dann gehen wir damit, wie uns der Mazda-Experte vorschreibt, schön hier oben an die kühle Stelle, wo die Verbindung ist, ne? Wo dieser O-Ring miteinander halt verbunden wird. So, dann schön ein bisschen was die Vaseline, dass die auch auf die Oberfläche drauf kommt. Beim äußeren Ring, ihr spürt das, wenn ihr so einen O-Ring mal, also wenn ihr diese Ringe mal in der Hand haltet, dieser äußere, dieser schwarze, der ist glaube ich nur für den Wassermantel. Das ist Wasser, hier läuft ja das Wassergitter hier durch, dass es nicht ausläuft. Das ist zwar klar auch viereckig, ne? Aber ihr spürt so richtig, das ist ein O-Ring-Material. Weiß nicht, ob das, wie heißt das, Viton oder wie es heißt, ich weiß es nicht. Aber halt, wenn ihr diesen inneren Ring, wo auch der Druck drauf ist von dem Brennraum und allem drum und dran, der ist viel, viel härter und steifer und ist was ganz anderes. Deswegen, wenn sich da Leute in so einem Werk Gedanken drum machen, wie sie es am besten hinkriegen, dann wird er nicht mal gerade eben von so einem Fritz Schmitzer, was der selber, was das geht genauso, was das ist, dem ist nicht immer so. Ne? Also da sollte man vielleicht doch dann auch die Qualität und dieses Know-how von so einem großen Konzern zu schätzen wissen. Wie gesagt, hier oben der kleine O-Ring nicht vergessen, weil sonst gibt es viel Ölgematsche. Und dann, was die Jungs auch immer machen, hier die Beinchen. Da ist ja auch quasi später, ist ja hier der Ölsumpf drunter. Und diese Beinchen hier, da kommt immer ein bisschen Silikon dran. Ich habe da persönlich noch nie Probleme gehabt, dass er da irgendwie undicht wird, aber na gut, die Jungs, was man so sieht im Netz, und das kann nicht schaden. Auch da nicht das Billigste nehmen. Ich benutze da jetzt ein Toyota-Produkt. Ja, ihr wisst ja, was. Bin ja von dem Toyota-Zeug generell ziemlich begeistert. Aber das ist schon ein geiles Zeug. Hält wie der Teufel. Und wenn ich jetzt dann nicht so ungeschickt wäre, bekäme ich auch diesen da drauf, du Drecks.
Ja, ist alles drin, alles schön, alles sauber. In the pitch blackness of the Florida night, their high-intensity racing headlights showing the way, the RX-7s run strongly, smoothly, steadily. Aber wie gesagt, so ein Motor, wie wir jetzt hier bauen, mit diesen Carbon-Dichtleisten oder was, ja, der ist gut für 20.000 Kilometer maximal. Dann sind die Dichtleisten einfach rum. Klar kann natürlich vieles andere da passieren, ist logisch. Aber für ein 24-Stunden-Rennen oder so, was haben die damals beim 24-Stunden-Rennen gemacht? Bestimmt keine 4.000 Kilometer. Hat das gereicht? Und das war damals, ich sag mal, 79 oder was. Die Autos da mega populär durch geworden, gerade in Amerika. Und Amerika war ja eigentlich der Riesenmarkt für diese ganzen Wankelautos. Weil da war ja auch das Land mit Abstand, wo der Kraftstoff auch am billigsten war. Wenn ich sehe, wenn du heute so ein kleines Autochen fährst, selbst so ein Straßenauto mit Wankelmotor, ich sag jetzt mal so einen alten, da und du fährst mal ein bisschen was sportlicher, das ist 20 Liter, das ist dann ein Ding wie nix. Ihr seht, wenn ihr hier schaut, das haben wir jetzt machen lassen bei einer Firma. Gut, wenn du jetzt mal hier, kannst du, geh mal mit dem Finger hier drüber, ob du was magst. Da, hier über diese Kante hier, da. Ein bisschen zurück, ja, magst du, da, hier, da wo du es auch optisch siehst hier, ist das ganz, ich weiß nicht, 5 μ oder so ist das da halt abgedreht oder abgefräst worden oder was. Und zwar, weil die bekommen ja diese Rotoren, die bekommen ja bei hoher Drehzahl, wollen die ja weg. Und also die wollen ja nach außen von dieser Drehzahl, von der Fliehkraft her halt, ne? Und weil es natürlich in der Mitte nicht gelagert ist, die Welle. Und dann haben wir hier, das haben wir leicht bearbeitet oder was, dann können die ein bisschen was, ohne dass diese Stahlplatten anfangen abzufressen, können die dann ein bisschen was arbeiten, ein bisschen was sich ausdehnen. Das kannst du nämlich, jetzt kannst du auch in beiden Richtungen kannst du das einbauen, wenn du das willst. Aber das wäre natürlich dumm. Wir müssen gucken, das ist die Riemenscheibe-Seite und das ist die Kurbel, also die Schwungradscheibe-Seite. So, dann tun wir hier mal ein bisschen was Öl. Mit der müssen wir drauf. Ganz ohne Öl geht es auch nicht, aber das ist Geschmackssache. Ich mache das halt ein bisschen was da auf der Lagerschale jetzt mit Öl. Ansonsten ist natürlich hauptsächlich, wie sie auch vorschreiben, Vaseline dran und mehr wie genug, denke ich mal. Lagerschale hatten wir ja schon eingeölt im Vorfeld. Also, wenn wir jetzt so dahinter stehen, wie wir jetzt stehen, wäre jetzt die Laufrichtung, sage ich jetzt mal, gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, er würde jetzt so ansaugen, dann hier bekommt er die erste Zündung, ne, verdichtet. Und dann ist er hier gerade vorbei. Wenn er hier vorbei ist, ne, dann gibt es hier die Hauptzündung und dann fast zeitgleich. Beim Rennauto ist es zeitgleich, beim Straßenauto ist es leicht nach hinten versetzt. Ich weiß nicht, um wie viel. Aber halt, und dann wird er hier, wird er noch mal, bekommt er nochmal einen hinten drauf oder was bei hoher Drehzahl, was, um den Restkraftstoff, der noch hier drin ist, was, auch noch zu verbrennen. Der Haupt, und der, dieses Hauptbrennraum, der ist jetzt, sage ich mal, zu der Zeit, der ist aber hier. Ne? Und dann wird er hier, stößt er dann jetzt hier dann schon wieder aus dem Auslass. Und dann geht es dann hier schon wieder, dann geht es direkt wieder weiter. Da ist es so grob, das, grob primitiv erklärt, das Wankelsystem halt, ne? Many spectators who camped in the infield of the racetrack begin to prepare their dinners. Du Dirk, ja. Fast 12 Uhr. Ja, klarer Fall, Metzgerei. Kleine Diätmahlzeit zu uns nehmen, oder? Mhm. Dann machen wir das doch. Have passed. At the 190th lap, the Japanese team's RX-7 has climbed to the 5th overall position, gaining a place on the big board, the huge electric sign on the infield tower that displays car rankings. Tip top. Bei dem hinteren
Stationary Gear ist das so, das Lager, das nennt man Three Windows. Das hat dann solche Slots hier, ist vom Material her dasselbe wie das andere, wie das vordere Lager. Allerdings wird das auch dann so von Racing Beat, beziehungsweise von MFR, also von Mazda Motorsport, wurde das so bearbeitet, was geht anscheinend mehr Ölvolumen dann durch, weil die sonst anscheinend auch Angst haben, speziell beim Hintern, dass es anfängt zu fressen. Auch der Stationary Gear selbst, auch speziell gehärtet. Schrauben haben wir ja auch schon vorbereitet. Sind auch M8er Schräubchen, wie ihr seht, die für hinten die kurzen Schrauben, vorne sind lange Schrauben. Dann bauen wir mal das gute Stück ein. Sieben, acht, neun. The performance of the small engine RX-7s is not merely exceptional, it's phenomenal. Das reicht, das sind 450 Newtonmeter. Super. Hast du das gefilmt, ja? Mhm. Super, da freue ich mich. Car number 7 returns to the pit for refueling. The RX-7 goes back to the race as strongly as ever. The rotary engines are running to perfection. In the GTU class, there no longer remains any strong competition to the Mazda. Putz mal in die Nase. Ich? Ja, du ziehst die ganze Zeit ja, auf. Entschuldigung, ich hasse das, dass im Film drin ist. Ich hasse das eigentlich. Ich habe aber kein Tempo hier. Hast du eins einem Stecken? Ja, ah, da. Da. So ein großes, blaues. Das, selbst das filmst du, aber die Nase putzt. Was ist denn los mit dir? The two RX-7s are still running strongly. Yet only one third of the cars that started are still in the race. Mere survival is no easy task in a 24-hour endurance race. Ja, das ist das vordere Gegengewicht, ne? Aber wir bauen das jetzt einmal nur so zusammen mit all den Komponenten, um das Axialspiel von der Centerwelle zu messen. Das ist auch wichtig, weil ansonsten, da haben wir ja Shims jetzt drunter. Also ist egal, ob man jetzt das so rum, weil wir werden sowieso, es geht nur darum, dass wir Materialien haben und zusammenstecken. So, jetzt kommt die Riemenscheibe da noch drauf. Auch die ist natürlich anders, leichter und auch kleiner vom Durchmesser. Da ist schon mal ein Zeichen, dass er Kompression hat und das viel, viel besser ist, dass er sich dreht. The two RX-7s, car number 7 and 77, are in the 5th and 6th positions overall and the 1st and 2nd in the GTU class. Aber wenn ihr jetzt mal schaut auf die Uhr, dann sind wir jetzt so bei 0. Und wenn ich jetzt drücke, ja, dann sind wir bei 0,05 ungefähr. Und ich würde sagen, das ist eine schöne Toleranz. Und so lassen wir den jetzt erstmal. Dann werden wir jetzt den ganzen Kram wieder abbauen. Dann kommt das Frontcover jetzt drauf mit der Ölpumpe. Und ja, lass uns mal überraschen. The two Mazda RX-7s run side by side to the finish line. Their exhaust announcing their arrival. Roaring to the world that the rotary engine can outperform anything in its class. Wenn ihr das Rad abbaut, das wird dann hier gesichert. Und wenn das alles zusammengebaut ist, das dann irgendwie anständig festzuhalten, um diese Schraube wieder zu festbekommen, dann hat man das besser. Erst vorher montierst du das an die Pumpe dran und dann gehst du mit den kleinen 6mm Schräubchen da schön, kommst du dann noch gut dran. Ja, gut ist relativ, aber du kommst dran. Hier kommt noch jetzt das Rad drauf. Und auch beim Rad, bei den alten Modellen müsst ihr gucken, das F für Front. Also das ist halt hier, das ist der Antrieb für den Verteiler. Ne? Und dann, wie gesagt, O-Ring muss drin sein, dass der schön sitzt. Deckelchen drauf. Dann kommt das Trettchen hier drauf wieder. Also, wie ihr seht, ist das Motörchen jetzt fast zu weit. Wir haben jetzt gerade noch hier dieses Schwalblech reingemacht, mit zwei Dichtungen halt. Ich werde das jetzt nicht einkleben, weil wir wissen noch nicht, ob ich da den Öldruck vielleicht nachher nochmal dran verstellen muss. Dann machen wir den Deckel jetzt einfach drauf. The RX-7s with their 5th and 6th positions overall finished higher than any GTU machine in Daytona's history. They did this with merely 70 cubic inches of displacement. Und
So ein kleiner Motor, wie viel Leistung hat er denn? Also laut den Angaben von damals soll er 270 PS haben bei 9000 Umdrehungen ungefähr. Das ist so das, was damals angeblich das Mäuschen da hinbekommen hat. Wenn ihr da mit so einem Straßenauto aus Spaß bei Ringtool oder sonst was mit 9.500 fahrt, und das kann so ein Motor. Der Riesenunterschied ist bei diesen Wankelmotoren, wenn du beim Ottomotor, das kennt ihr ja, ihr fahrt und ihr wollt ihn in jedem Gang ausreizen und dann merkt irgendwann mal, kommt ihr an den Drehzahlbereich, egal ob das jetzt 7 oder 8000 Umdrehungen, da denkst du mal, mei, alles was jetzt kommt, ist nur Tierquälerei. Beim Wankel ist das nicht so. Beim Wankeln, der will immer weiter. Das ist unglaublich, macht auch wirklich Spaß. Und wie gesagt, dann hast du so schnell auch mal 10, 10,5 drauf und du wunderst dich, dass da vorne alles leuchtet und dich warnt und du sagst, boah, das macht ja einen Spaß wie die Sau. Aber trotzdem halt, alles was über 8,5, 9000 ist, was ist sehr Verschleiß. Intensiv an so einem Motor dann hat. Also gut, wenn das Geld keine Rolle spielt und ihr habt genug Ersatzteile, feel free. Ansonsten müsst ihr euch da ein bisschen zusammenreißen oder ihr macht euch so einen großen Heißluftföhn da vorne auf den Auspuff drauf oder was. Dann habt ihr auch viel, viel, viel mehr Leistung. Ansonsten, ja, ihr seht, kleines Motörchen, ja, macht Spaß. The 1979 running of Daytona, where legends are born and only the very best survive, the strength and durability of the rotary engine were vividly demonstrated to the entire world. Okay, ihr Hübschen. Dieser Motor hier, den werden wir in den RX-7 erste Generation einbauen. Die meisten denken von euch wahrscheinlich, dass RX-7 ist doch 13B. Ist erst ab 1983 homologiert gewesen und ist dann in Amerika, gab es den ersten RX-7 mit dem GSL-SE. Das war der erste RX-7 mit 13B Motoren. Davor halt, wie gesagt, ich glaube 78 sind die ersten rausgekommen, Ende 78, 79, 80 etc. Auch in Australien. Amerika weltweit sind die Jungs dann mit 12A gefahren und im Rennsport auch muss dann diese 12A-Motoren, wie wir ihn hier haben, auch verwenden. Ja, ansonsten, wir hoffen, es hat euch gefallen, den Motor zusammenzubauen mit mir. Ihr habt mir ein bisschen über die Schulter geguckt, klar, das ist ein ganzer Tag Arbeit und hoffe, er läuft auch dementsprechend. Wenn es euch gefällt, können wir auch im April, Mai vielleicht mal einbauen und mal gucken, ob er auch schön läuft. Also, schön anklicken und fragt, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich versuche es dann immer mal zu antworten, aber ich muss jetzt mal wieder rüber zu den Formel 1 Autos, sonst gibt es Mecker vom Chef. Schönen Tag noch, macht's gut, ciao.